Hallihallo und moin moin Giga Apple Leser. Wir haben für euch 25 fantastische iOS 7 Features gesammelt, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. 10 davon stelle ich euch jetzt vor und wo ihr die anderen alle findet, das erfahrt ihr natürlich auch. Viel Spaß! iOS 7 unterstützt jetzt auch ZIP-Dateien. Ihr könnt sie aus einer E-Mail oder einer iMessage direkt öffnen, den Inhalt anzeigen lassen und von dort natürlich auch weiter verschicken. E-Mails in iOS 7 können jetzt auch alle auf einmal endlich als bearbeitet markiert werden. Oben rechts auf Bearbeiten, dann unten auf Alle markieren und dann auf Als gelesen markieren. Das wurde auch Zeit. Wer personalisierte Werbung ausschalten möchte, findet die Einstellung dafür in den Systemeinstellungen unter Datenschutz und dann ganz unten Werbung. Hier könnt ihr das sogenannte Ad-Tracking ausschalten, das euch personalisierte Werbung zeigt. Das heißt nicht, dass ihr keine Werbung mehr gezeigt bekommt, aber sie wird nicht mehr auf euer Verhalten zugeschnitten sein. Zu welcher Zeit iMessages und SMS verschickt wurden, könnt ihr jetzt sehen, wenn ihr in iMessages einfach mit dem Finger nach links wischt, dann erscheinen rechts die Sendezeiten. FaceTime konnte bisher nur Videotelefonate, jetzt gibt es auch reine Audiotelefonate. Dazu wählt ihr einfach bei einem Kontakt das Symbol mit dem Hörer statt das Symbol mit der Kamera und schon wird ein FaceTime-Audiotelefonat gestartet. Bislang war Siri lediglich in der weiblichen Variante verfügbar. Jetzt gibt es auch eine Siri-Stimme, die männlich klingt. Dazu wählt ihr in den Einstellungen unter Allgemein Siri und dort das Geschlecht. Hier könnt ihr zwischen männlich und weiblich wählen. Die Fotos in iOS 7 werden jetzt nach Momenten und Sammlungen geteilt. Ihr könnt ganze Momente mit mehreren Bildern darin auf einmal teilen, indem ihr in der Momente-Übersicht auf Senden klickt und dann Moment freigeben wählt. Hier werden dann, je nachdem wie viele Bilder in dem Moment enthalten sind, entweder Nachrichten und AirDrop angezeigt oder aber auch die anderen Optionen wie Twitter, Facebook, Flickr, E-Mail und so weiter. Wer den Zeitungskiosk nicht mag, kann ihn zwar nicht löschen, aber jetzt immerhin auch ohne Trickserei ganz normal wie eine andere App in einen Ordner verschieben. Greift sie einfach und zieht sie in einen Ordner, wie gehabt. Siri hat nicht nur ein neues Geschlecht erhalten und eine neue Stimme, sondern es gibt auch weitere Möglichkeiten, das Telefon mit Siri zu steuern. Zum Beispiel könnt ihr diverse Einstellungen aktivieren und deaktivieren, wie zum Beispiel Bluetooth, den Bildschirm heller und dunkler machen oder aber auch app-spezifische Einstellungen aufrufen, wie zum Beispiel hier die Twitter-Einstellung. Wem es beim Schließen von Apps nicht schnell genug gehen kann, der kann jetzt mit drei Fingern auf einmal Apps schließen. Einfach zweimal auf den Home-Button klicken, dann erscheint die Multitasking-Ansicht und jetzt mit drei Fingern drei Apps auf einmal nach oben wegwischen. Das waren 10 von 25 top versteckten Features in iOS 7, die ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Die übrigen 15 findet ihr hier auf unserer Seite, auf Seiten 1 bis 5. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch ein paar weitere Videos angucken, nämlich zum Beispiel hier drüben das Gigabit-Spezial Android vs. iOS oder auf der anderen Seite die aktuelle Gigabits-Folge. Viel Spaß dabei!